20. Juni 2021. Ich schaue bei meinem Polarbär die Blumenknospen an, überlege mir, welche Triebe ich noch normieren kann, damit die Blumenköpfe richtig groß sind, schmiede Pläne und ahne nicht, dass in 2 Tagen der Hagel kommt. Und das war der Anblick am 23. Juni. Da es ein kalter Frühling war, sind die jung gewachsenen, frischen, saftigen Triebe noch nicht hart genug gewesen und konnten diesem Hageldesaster nicht standhalten. Die mega großen Hagelkörner, so groß wie die Tennisbälle, haben alles niedergemetzelt. Solange mein Mann sich um die Schäden an Autos, Wohnwagen, Dachziegeln, Dachfenstern gekümmert hat, stand ich bei den Pflanzen da und habe fast geheult. Im Vergleich zu einem Strauch bei einem Stamm werden die ganzen Knospen entlang am Stiel ausgeblendet. Und wenn der Stamm verletzt wird, besteht ein Risiko, dass unten keine Knospen mehr aufwachen und die ganze Pflanze eingeht. Die abgetrennten Triebe habe ich entfernt und den Stamm mit Wundcreme behandelt. Das musste ich mehrere Male wiederholen, weil die Hortensie stark geweint hat. Und das war der Anblick nach 2 Wochen. 1 Monat nach dem Hagel, Mitte Juli, konnte ich den Anblick immer noch kaum ertragen. Es sind nur 2 Triebe von den alten übrig geblieben, der hier und noch einer auf der anderen Seite, der hier. Diese Triebe waren die kleinsten, die dünnsten, die mickrigsten von allen. Und ich habe die nur deswegen gelassen, weil ich noch nicht dazu gekommen war, um auszulichten. Die beschädigten Blätter habe ich gelassen, damit die Photosynthese stattfinden kann und habe gewartet, bis die neuen Triebe nachwachsen. In der Hoffnung, an langen warmen Herbst, an ein bisschen Glück und die Gottesgnade, habe ich angefangen, die Pflanzen zu pushen. Ich musste mir mein eigenes NPK-Dünger herstellen und alle 2 Wochen die Formeln abändern, damit die Pflanzen die optimale und die maximale Menge an den Nährstoffen bekommen, die sie benötigen. Und als der Polarbär so ausgesehen hat Anfang August, habe ich die Beigabe an Stickstoff in der Formel auf 2-3% reduziert. So hat mein Bäumchen ausgesehen Ende August. Ende September habe ich die letzte Aufnahme gemacht und wie man sehen kann, hat das Bäumchen versucht sogar zu blühen. Und so sieht mein Bäumchen 1 Jahr nach dem Hageldesaster. Heute ist 23. Juni und wie man sehen kann, hatte viel dickere und kräftige Stiele in diesem Jahr. Frühling war warm, der Sommer war warm und es gab keine Naturkatastrophen. So kann ein Bäumchen aussehen und ich hoffe, dass ich in diesem Jahr richtig schöne Blumen zu sehen bekomme. Abonniert mich, drückt die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.